6 diesmal wieder. So, ich habe Leute am Tisch, ich springe rüber, dann kann ich reinhören. So, wir sind auf jeden Fall in Runde 3 inzwischen. Jetzt hoffentlich auch wieder mit ordentlichem Video. Ich glaube, wir haben nicht den Jakob wieder am Tisch. Schauen wir mal, was wir da jetzt kredenzt bekommen. Ah ja, okay. Wir kriegen Reanimator gegen Dimir. Das heißt, wir bekommen den Andreas. Der steht übrigens auf 1-1, ist der Hochgepairte. Gegen ihn. Wir resetten mal den Rundentimer. Leute, wir kriegen jetzt vielleicht Magic Coverage. So, Runde läuft. Ich blende euch noch die Listen ein. Die beiden habe ich. Ich weiß auch, wer auf welcher Seite sitzt. Hervorragend. Diesmal läuft alles nach Plan, Freunde. So, Froggoif gegen Reanimator. Wir haben den Dimir mir rum. Oh, und das Video schnurrt wie ein Kätzchen. Leute, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ah, Freunde, Magic. Jetzt aber. So, wir haben da schon ein klassisches Reanimation, würde ich mal sagen. Ne? Die klassischen Targets, Archon, Atraxa, Troll. Frösche und Golfen beim Andi. Also, für Freunde von der schwarz-blauer Unterhaltung ist jetzt gesorgt. Reanimate mit dem Mulligan ist ein Deck, was ganz gut Mulligan allerdings. Insofern. Andi hat einen Keep. Days. Das war dann No-Lander. Mulligan of 5 und oh, Shuffle besser ihn. Das waren jetzt wenige Shuffles. Welches Land sehe ich denn da? Wasteland. Wasteland ist natürlich nicht das Land, mit dem man starten möchte. Der Andi disst erstmal die App, die im Team geschrieben wurde, um diese Coverage zu ermöglichen. Ich muss mit dem Andi ein ernstes Wort reden. Ich glaube, der Andi weiß nicht, gegen was er spielt. Muss man an der Stelle sagen. Insofern fetcht er hier wahrscheinlich deswegen auf das Basic. Weil er es kann und nicht weiß, gegen was er spielt.
Ich glaube nicht, dass er jetzt gegen das On the Play Wasteland deswegen um das Non-Basic nicht holt. Wahrscheinlich jetzt ein Swamp und ein Frosch, hm? Ja. Also der Swamp war zumindest mal predictable. Und ich glaube, ich habe auch einen Frosch auf seiner Hand gesehen. Yep. Dann ist da noch eine Force, ich habe es nicht gesehen. Tatsächlich ist es hier wahrscheinlich besser zu conceden und nicht zu zeigen, was man spielt, außer dass man Wastelands spielt. Dani sagt es auch, ich habe keine Ahnung, was du spielst. So, er weiß jetzt ihn, dass er gegen Dimir zumindest spielt, gegen eine Dimir Shell, vielleicht auch Sultai. Ja, den Frosch besiegt man an der Stelle nicht, das stimmt natürlich. Was will man hier aus dem Sideboard? Wahrscheinlich die Pushes, weil Frosch halt echt ein Problem ist. Ehrlich gesagt, wird man jetzt sogar ein bisschen zu dem anderen. Man wird jetzt tatsächlich zu dem anderen Deck ein bisschen. Also auch zum Dimir Midrange. Frösche. Frösche auf beiden Seiten. It's a Frog World. Ja, beziehungsweise heute viele Frösche und viele Eldrazi, ne? Ist heute mehrfach vertreten im Raum. Ich kann noch mal kurz ins Meta schauen. Ich kann nicht mal die Decks vorlesen. Dimir, Eldrazi, Grixis, Delver, Goblins, Stifelnords, Sultai Control. Eldrazi, Temur Delver haben wir gerade schon gesehen. Noch ein Eldrazi, Dragonstompy. Die mir Midrange, 12 Post, Reanimator sehen wir gerade. Cradle Control ist noch da. Death in Texas, Lands einmal nur heute. Burn, die mir Shadow und UW Control. Ja, so habe ich es zumindest mal benannt. Auch eine sehr interessante Liste, wie ich fand. Die Top 8 Listen werden natürlich hinterher wieder veröffentlicht auf mtgtop8.com. Schrägstrich bei uns im Legacy WhatsApp-Chat kriegt ihr natürlich auch viel mit von Ulm. Und immer am ersten Sonntag im Monat gibt es das neue Legacy-Event im zum Waschbären in Ulm. Also insofern, wer möchte. Ich muss nur einen kurzen Blick in den Kalender werfen. Dann kann ich ja sagen, am 3. November ist das nächste Legacy Monthly. Könnt ihr euch im Kalender anstreichen. So, da sind Länder. Das sind diesmal gleich viele Länder, glaube ich, ne? Vier Stück. Aber nachdem er jetzt gerade keine hatte, nimmt man, glaube ich, auch vier. So. Schauen wir mal, ob der Andi einen Keep findet. Brazen Borrow. Ein Ponder. Ah ja, ist auch ein Keep. Vorzieh ist auf Andi. Reanimator ist ja ein Deck, was ihr auch selbst vorziehst, ne? Um was in den Friedhof zu kriegen. Hasen leider zwei Antworten da. Der Brazen Borrower ist halt auch nichts, was man dringend sehen möchte.
Dann eins der beiden Karten ist ein Land, behaupte ich, wenn es oben bleibt. Ein Fetchland ist kein Wasteland. Da hat der Andi gerade ein bisschen Sorge vorgehabt. Noch ein Underground Sea. Das ist ein Frosch. Sieht nicht, also sieht ein bisschen aus wie ein Frosch. Ist ein Frosch, glaubt mir. So, Frosch natürlich ein gutes Discard-Outlet. Eins Brainstorm. Die sind doch eh weg. Ja, aber die weiß er jetzt eh nicht mehr. Ihn, die weißt du gleich nicht mehr. Mindestens eine der Karten ist danach auch noch auf der Hand. Wahrscheinlich wird dann eh geschaffelt mit dem Fetchland, also insofern. Ein Ponder geht weg und ich glaube, der Andi weiß immer noch nicht, dass er gegen eigentlich Reanimator spielt. Das mit der App überfordert den Tisch ein bisschen. Okay. So. Das hübschere Underground Sea. Macht aber jetzt gleich immer wie die Whiteboard Underground Seas. Golf, der ist 2-3. Okay, jetzt ist meine, glaube ich, klar, dass da reanimiert werden soll. Ah, jetzt wird es dünn die Luft für den Andreas. Ich meine, wir haben Counter-Backup. Da ist noch ein Ponder. Da ist ein Troll bei Ian. Was ist das Land? Ich hätte jetzt gedacht, ein Otawara, aber das ist nicht im Deck. Ist das der Brazen Borrow, oder? So. Ich meine, der Frosch ist jetzt natürlich ein Problem. Troll holt ein anderes Source. So, jetzt läuft die Technik doch besser. Das heißt, ihr kriegt noch die letzten drei Runden Legacy hier auch präsentiert. Ah, ja, klar. Dann haben wir jetzt die volle Auswahl im Friedhof.
Da ist noch ein Reanimate, oder? Animate Dead ist das, oder? Das, die White Bordered Cutter. Ja, okay. Da ist noch ein Animate Dead auf der Hand. Jetzt wird er leider reanimiert. Ist die Lusche aus dem Sideboard reingekommen? Leute, diese ganzen Special Artworks überfordern mich. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist ein Orcish Bowmaster. Eine Force und. Die dritte Karte kann ich euch leider nicht nennen. Bowmaster, Force und. Ein Ponder ist das, glaube ich. Ein Special Ponder ist das dritte. Casual Draw Free nur. Also, Atraxa, was falsch mit dir? Auch kein Land in den Top 10, ne? Nochmal, nochmal, nochmal. Also, der Andi hat natürlich gewusst, dass er das gedazed bekommen kann, geforced bekommen kann. So, 1-1. Dani erzählt gerade, dass sie selbst verwirrt hat mit den aufgedeckten Karten, die er aufgedeckt gelassen hat. Weil er vergessen hat, dass er den Frosch forcen konnte. Weil er die Force da schon gehabt hat. Passiert. So. Schauen wir mal, was alles so reinkommt. Ich habe es leider nicht erkannt. Das war ein Force of Negation. Blasts. Oder ein Blast. Die One of Needle Spellbomb, Main Deck ist natürlich Klatsch. Ja, stimmt. Die Zeit ist kein Faktor. Das heißt, sie können jetzt hier in aller Ruhe boarden. So, immerhin jetzt Videoqualität stabil. Also, hallo YouTube. Nicht wundern, dass es erst ab Runde 3 online gibt. Vorher war die Videoqualität leider zu instabil. So. Tja, was borden wir, Andi? Wastelands raus.
Der Andi schickt gerade einen Gruß über das Mikro, was ich ja habe, dass ich als alter Legacy-Profi bei seinem Boarding die Hände über den Kopf zusammenschlage. Und in der Tat bin ich sehr intrigued, wie der Andi das erklären möchte. Ich glaube, die zwei Wastelands sind rausgegangen. Okay, sehr interessant. Ich höre da gerade, deswegen bin ich so still, dem Table Talk ein bisschen zu. Man fachsimpelt gerade zwischen, wie man denn das Boarden da ein bisschen überlastet, weil man so eine Mischung aus Reanimator und Midrange ist. So, jetzt schauen wir mal. Dann müsste ja gleich losgehen mit endlich wieder dem entscheidenden Spiel dieser Runde. Ja. So, jetzt schauen wir mal. So, da muss noch ein bisschen gehandelt werden. So, los jetzt, Leute. Er hat's geschafft. So, jetzt aber mal. Tatsächlich on the play sein natürlich ein hoher Faktor in dem Matchup. Ihn ist ein sehr schneller maligen Entscheider. Der Einblickentscheider. Ich glaube, der Ihn sollte ein paar Mesh-Shuffles mehr machen. Man sagt, 7 Mesh-Shuffles sind eine komplette Randomisierung. Die sollte man sich auch gönnen. Bin gespannt, ob der Andi um Wastelands rundherum spielt. Okay, macht er. Tamio. Das ist ein Swamp, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich weiß nicht, wo der Swamp herkommt. Clue enters the battlefield. Da ist ein Anime Dead. Da sind zwei Frösche. Frosch.
dann kommt wohl gleich ein Troll ins Spiel. Hm? Das ist jetzt ein bisschen so ein Tell, ne, dass man zwei Mana ausgeben möchte, weil man nicht das Suros geholt hat, sondern das Underground Sea. Das deutet darauf hin, dass man beide Mana braucht. Man könnte ja auch einen Counter-Frosch spielen. Die Force geht wenig überraschend raus. Oh, direkt mit dem Vorziehsbug von oben, mit der Force nachgezogen. Mit dem Vorziehsbug von oben. Andi, Andi. Nice. So. Aber das ist, glaube ich, nicht, worum dieses Match hier geht, ne? Golf. Zwei, drei Golf, okay. Friedhof ist ganz gut gefüllt. Jetzt wäre Graveyard Hate nicht so schlecht. So, ich habe wenigstens ein Animate Dead gesehen. Ein Frosch, Frosch, Animate Dead. Okay. Okay. Ich bin jetzt nicht der Freund davon, den Friedhof so viel zu überladen ohne Grund. Unangenehm. Counterbacker wäre jetzt gut. Ein Daze wäre gut genug. Counter-Match gewonnen. Tamio flippt. Muli, danke, danke. Danke fürs Reinschauen. Ja, das hat das Spiel jetzt wahrscheinlich gewonnen. Wenn jetzt nicht die nächste Reanimation-Antwort von oben kommt. Frosch, Frosch. Okay. Barrel Golf.
Haja, nee. Schön, dass ihr reinschaut. Ihr seid gerade in den letzten Zügen vom Dimir gegen Dimir Miro. Eine mit einem größeren Reanimation Package, das inzwischen gerade einen Arsch hin zurückgeholt hat. Ja, der Archon ist ein Problem, ne? Ich glaube, da war gerade noch ein Reanimate, was gezogen wurde, ne? Noch ohne den neuen Miracle, ja. Die sind noch nicht am Start. Die Metamorphis Fanatics. Brazen Borrow wäre jetzt noch so ein Out. Ich bin immer noch kein Freund davon, dass Reanimator einfach alles in den Friedhof knallt. Der Friedhof ist voll, da ist ein Troll drin, da ist sonst was drin. Was will ich da noch enttumpen? Also der ist einfach voll. Und wenn jetzt zum Beispiel die Nils Belber, mein, davon weiß der je nichts, wenn die jetzt von oben kommt, dann ist alles weg. Reanimator Frosch, ja, das ist jetzt vermutlich too much. Ich bin mir nicht mal. Ja, das ist jetzt too much. Das kann es nicht besiegen. Die von Money. Da wäre sie gekommen, die Nils Belber. Man unterhält sich da, wie man beide von oben getopdeckt hat. Geht an den Ilen 2 zu 1. Der jetzt 3-0 steht. Der Andi ist auf 1-2. Ich glaube, sie reden auch gerade über das Boarden. Ich bleib mal drauf. So. Die Doughtys, Graft Diggers sind natürlich reingekommen. Die Surgicals. Der ganze Hate ist reingekommen. Der in den Friedhof tritt, der übrigens nicht gezogen wurde, allerdings. Muss man fairerweise auch sagen. Also von diesen ganzen Sideboard-Antworten. Ja, das war der falsche Blast, den er reingeholt hat. Den wollte er gar nicht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Metamorphos-Jungs sind ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass die das Matchup auf Unwinnable tilten. Das glaube ich nicht. Aber ich bin gespannt. Fort Season rausgegangen, Bauble und die Wastelands halt. Aber die. Also ich glaube, die ganzen Wastelands rauszunehmen, ist wildes Sideboarding. Also ich glaube, die Metamorphos-Kollegen. Ich lasse mich überzeugen. Aber ja, schauen wir mal. Ich meine, das macht es. Die nehmen aus jedem Friedhof, nehmen die was, ne? Die Metamorphos-Guys mit Finality, mit Lifelink-Counter. Könnt ihr übrigens auch gerade einen Match schauen? Haben wir auf dem YouTube-Kanal gerade aktuell. Das spielt nämlich genau die Metamorphos-Fanatics mit dem Frosch zusammen. Also mehr oder weniger das, was der Ian vorhat, hat der Freakle diese Woche schon hochgeladen. Auf Magic Online gespielt. Schaut also da gerne rein. Dann seht ihr das schon mal in Action. Wie gesagt, ich glaub, dass die Karten gut sind. Ob das reicht? Fnatic. From your grave. Halt. Nehmt das nur aus eurem Friedhof. Ja, es wird halt noch mehr Reanimator. Ne? Also es ist natürlich dann gegen Graveyard Hate noch ein bisschen anfälliger. Kriegt die Instant Speed Komponente dazu. So, ich springe mal auf die Kamera wieder um. So, hervorragend. Ja, Sentum braucht er mit dem Frosch und so ja sowieso nicht so dringend. Also, schauen wir mal. Also, ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir die Fnatics auch getestet sehen werden. Ich glaube nicht, dass sie das Met, dass sie Reanimate jetzt zu sehr over the top pushen. Meine, die sind, glaube ich, in einem recht ähnlichen Spot wie die Triumph of St. Catherine, die einfach so eine. Diesen für eher für Kontrolldecks natürlich so eine Random-Komponente, die dann noch nerven und gewinnen kann. Und so ähnlich wird es wohl auch mit den Fnatic sein. Meine jetzige Einschätzung, ohne je damit gespielt zu haben. Also ich guck mal, wie die Runde läuft. 1, 2, 3, 4, 5 Matches laufen noch. Es geht noch ein kleiner Blick. Runde hat noch 12 Minuten. Ich würde ganz kurz einen Break machen, 2, 3 Minuten, mir einen Kaffee holen, bin dann direkt wieder da. Und dann schauen wir uns auch die Standings an. Wir sind jetzt durch mit Runde 3. Wir spielen 5 Runden, es sind 20 Leute am Start. Das heißt, wir haben noch 2 Runden. Videoqualität ist jetzt zum Glück auch stabil. Ich werde ab Runde 3 auch hochladen auf YouTube. Das heißt, ab morgen wahrscheinlich könnt ihr dann die Runde 3, 4 und 5 auch auf YouTube schauen. Wie gesagt, wir schauen uns gleich nochmal die Standings nach 3 an, weil dann wird es ja so langsam interessant, was sich an den Top-Tables so tut. Ich habe bis auf eine Liste habe ich alle. Also kann ich auch sagen, was dann wo gespielt wird. Dann, wie gesagt, jetzt einen ganz kurzen Break, wirklich kurz, 2 Minuten, dann bin ich wieder da. Und wir starten dann weiter. Bis gleich. Thank you.
Da bin ich doch schon wieder. Also gut. 7 Minuten auf der Uhr, 3 Matches noch offen. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Delirium-Zockung, um die Zeit dazu zu schlagen. Ich glaube, das ist sinniger, als mit irgendwas anderes anzufangen. Und dann schauen wir uns die Standings an. Gucken wir uns Runde 4 an. Dann geht es so langsam Richtung Finale. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Keepable Hand. Diverse Null-Mana-Spells sind nie schlecht. Agavan. Den haben wir gerade keine Antwort. Aber wahrscheinlich gibt es auch Protection für den. Once upon a time immer erst nach eurem Draw spielen. Kriegen wir einen Golf außerhalb von Bolt Range?
Wir haben Land, Instant, Artifact. Ja, kriegen wir. Ich glaube, ich will was, was auch blocken kann. Das brauche ich, muss allerdings. Was ist das? Fury, ne? Ah, Fury ist jetzt natürlich unangenehm. Ja, aber so sei es. Das ist jetzt natürlich unangenehm, dass das passiert. Ich gehe davon aus, dass Fury auch tatsächlich unseren Golf abstellen kann. Das kann ich leider nicht verhindern. Und connected der Ragavan, was immer eine schlechte Idee ist. Und mein Bolt reicht nicht. Fury Pitch Bolt. Also im Bolt haben wir uns rumgespielt. Und Fury von oben, da konnte man nicht mehr rumspielen. Da holt sich was zurück. Ah, unangenehm. Raptor Scan. Gucken wir uns mal an, was er da zieht. Oh, ein Raptor. So be it. Kann ich nicht verhindern. Ich hab auch nichts, was die Bilder jetzt sinnvoll abräumt. Double Bolt. Oder Double Strike, ne? Ich hab sogar nur eine Quelle. Ja, da komme ich nicht wieder raus. Arena ist laut. Guter Hinweis, dann drehe ich das ein bisschen runter. Jetzt müsste Arena etwas leiser sein. Ich gucke mal währenddessen, wie die Runde ist. Die zwei Matches sind noch zu Gange. Das heißt, so lange spielen wir hier ein bisschen Delirium Shell im Timeless. Danke für den Hinweis. So. Gut, heute geht es für die Leute vor Ort um den Slot zu dem Süddeutschen Invitational nächstes Jahr. Staunerhand. Ich schock mich hier und spiele das Beastie. Schauen wir mal. Oh, Death in Texas. Nein, es gibt jedes Invitational einen Slot fürs. Jeden Monthly einen Slot fürs Invitational, so rum. Ja, wir spielen mal um so einen weißen Counterspell rundherum. Damit habe ich gerechnet, ehrlicherweise.
Dann spielen wir mal unseren Never Golf wenigstens. Ich meine, wir werden zwar jetzt geforceased, das ist allerdings nicht das Ende der Welt. We did it! Also diese Junt Delirium Shell ist schon auch recht powerful. So, währenddessen schaue ich immer so nebenbei rein. Ja, die zwei Runden sind immer am Laufen, aber jetzt ist Timeout. Dann schaffen wir noch eins. Ah, jetzt ist nur noch ein Spiel am Laufen. Cradle Control gegen weiß nicht genau. Jon Snow, hm? Ja, Keep. Keep, 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 keep. So, Keep habe ich doch gesagt. Forties. Als Delirium-Deck sind wir jetzt nicht ganz so opposed. Strike and Rich, das klingt nach eher so einem Combo-basierten Ansatz. Oh, sind wir schon tot? Ah, Graveyard Hate ist gerade nicht so strong. Ah, ich verstehe. Auch gut. Ja, können wir nicht gewinnen. Turn 1 mit 3 Arclights angreifen. Strong. Kann man machen. Kann man machen. Der letzte Tisch spielt noch. Der 0-2 Tisch. Einer der 0-2 Tische. Insofern, da warten wir noch kurz drauf. Dann gibt es die Standings. Keep. So, was haben wir denn hier? Ihr seht schon, im Timeless kann man schon auch ziemlich absurde Dinge tun. Ist das ein Discard? Okay. Sei mein Gast. Wahrscheinlich das Forties, hm? Das hat mich jetzt nicht weiter überrascht. Wahrscheinlich ist unser Dragon Rage Chandler tot, aber irgendwas ist ja immer. Ich will es halt nicht ziehen, das Land. Dig. Okay. Das war auch eher ein kontrolliger Ansatz. Das Once Upon a Time wollte ich jetzt auch nicht zwingend ziehen. Der Push ist vermutlich relativ dead. Und der zweite Push ist jetzt nicht sonderlich lebendiger. Instant im Friedhof? Nope. Dann haben wir gesteifelt. Nehmen wir nicht. Ich glaube, ich will ja den Body auf dem Board haben. Was haben wir dann? Delirium? Ich glaube, die Pushes brauchen wir nicht beide. Bowmaster hingegen
Sehr interessant. Ah, das ist Show and Tell. Okay, verstehe. Ja, dann sind wir vermutlich gekniffen. Weil Atraxa zieht keine Karten, die puttet sie einfach in die Hand. Echt? Cool. Dann würde ich gern das hier machen. Dann würde ich gern das hier machen. Dann würde ich gern angreifen. Am Tisch ist Bewegung. Cool. Ich glaube, dann gewinnen wir das auch. Okay. Yes, yes, yes. We win. Wir schauen mal auf die Standings. Die müssten nämlich jetzt da sein. Standings. Und am Tisch ist auch schon Bewegung. So, jetzt haben wir's. Die Seite wehrt sich da manchmal ein bisschen. Tobias steht bei 9 Punkten. Ian und Jakob. Ian und Jakob haben wir beide schon gesehen. Hier hinten ist 12 Post. Lance sind hier noch unterwegs. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier am Tisch 1 bekommen. Wie gesagt, die Liste vom Tobias, da weiß ich leider nicht, was gespielt wird. Insofern sind wir mal gespannt, was da passiert. Ich springe mal rüber an den Tisch. Da ist schon Action. So, Rundentimer läuft. Wir sind in Runde 4. Es steht 0-0. Wir haben bekommen Feature Tisch 1. Jakob gegen Tobias. Jakob gegen Tobias. Ich glaube andersrum. Tobias gegen Jakob. Beide stehen 3-0. Ich passe hier gerade noch ein bisschen, mache noch ein bisschen Housekeeping. Jakob spielt, wie wir wissen, Eldrazi. Wo ist er? Ah doch, ich habe die Liste vom Tobias. Ich habe gelogen. Wir haben den Eldrazi Mirror. Wir haben den Eldrazi Mirror. Ich hab's übersehen. So, jetzt. Eldrazi gegen Eldrazi. Tobias mit Linebreakern. Also etwas bunter als Jakob. Aber die Eldrazis rasieren heute, würde ich sagen. Eldrazi ist das neue Lance, kann das sein? Wir hatten früher recht viele Lance, jetzt viele Eldrazis. Dann sind wir nochmal gespannt. Tatsächlich ein relativ... bin gespannt.
Mirror ist ja immer so eine Sache, ne? Das ist eine Cavern of Soul, die Eldrazi sagt. Once upon a time holt wahrscheinlich ein Eldrazi-Land. Es sei denn, wir haben schon zu viel. Ja, Flash Raker ist eine Magic-Karte. Heute nur ein Landspieler, ja. Ich glaube, wir haben vier Eldrazi, dafür nur ein Lands heute. So. Da wird gewastet. Ja, ich glaube, gegen Wasteland ist man hier ganz gut noch isoliert. All the Caverns. Wieder auf Eldrazi, wenig überraschend. Ich glaube, es gibt in den Decks keinen Grund, nicht Eldrazi zu nennen, oder? Ich glaube, in beiden nicht. Clockworks, nein, der Waschbär in Ulm ist ein Premium Store, ein VPN Premium Store. Da sind Proxys leider nicht erlaubt. Also alle Stores dürfen keine Proxys erlauben. Also sind den Waschbären da die Hände gebunden? So. Thought Notseer. Okay. Also ist Tobias eher aggressiv unterwegs mit den Smashern. Allerdings fehlt das Mana dafür. Kein Problem, Clock Omens. Wir helfen ja immer, wenn wir können. Offizielle Wizards-Turniere dürfen keine Proxys erlauben. So, jetzt muss das Mana langsam kommen bei Tobias, sonst ist der Vorteil zu groß von Jakob, würde ich sagen. Das sehen wir relativ schnell. Das sieht nicht aus wie ein Land, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Land spielt man gleich, wenn man es sieht. Ah, noch ein Flash Raker. Unangenehm. Also da kann Tobias dann 1-1 addieren. Man weiß, dass die Flash Raker das Flash dann richtig raken. So. Dann führt Jakob jetzt 1-0. Was machen die Sideboards? Dismember sind, glaube ich, immer noch gut für Jakob.
So, dann schauen wir mal. Da wird noch gesideboardet. Ich check mal gerade so ein paar andere Quellen hier und da. Bin deswegen kurz am Schauen. So. Die Good Old Pile Shuffle zum Nachzählen. Alles gut erlaubt. Cube geht's gut. Cube haben wir erst am zum Meet the Magic gezockt wieder. Tatsächlich habe ich auch noch ein paar Cube Packs hier liegen. Ich mache noch ein paar Pick One Pack One. Liegen schon hier parat. Muss ich noch aufnehmen. Ab 15. Oktober kann man bei YouTube auch etwas längere Vertical-Videos hochladen. Also Shorts können dann 3 Minuten gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeitrahmen, um so einen Booster aufzumachen und mal ein bisschen mehr als nur die Karte hinzuhalten. Vielleicht auch nochmal ein Wort hier und dazu zu sagen. Mal gucken, ob das was wird. Gut, jetzt Tobias on the play. Was natürlich gerade für so eine aggressive Weltreiseliste ein großer Vorteil ist. Da wird noch gefachsimpelt über Eldrazi-Lines, weil man natürlich auch weiß, was gegenüber angestellt wird. Es kommt noch einer danach, Wilde Herzbub. Hi. Wir haben 5 Runden, 20 Leute, die mitspielen. Motari, ja, man sagt halt irgendwie, wann muss ich deine Colored-Quelle wegwasten? Und ich habe ein Wasteland, aber hab dann gesehen, du brauchst nicht. Yada, yada, yada. Wir haben 5 Runden, das heißt, danach kommt noch eine Finalrunde, gibt es natürlich auch hier zu sehen. Und ab Runde 3 gibt es dann auch auf YouTube hochgeladen. Runde 1 und 2 hatten wir heute leider ein bisschen technische Probleme. So, wir haben die Keeps. It that heralds the end. Von der Menschen Tomb runter. Einen Wasteland. Will man ums Mana fighten, ist die Frage, oder? Oh, zwei Wasteland. Ich glaube, dann will man. Ja. Ja, dann will man, glaube ich, versuchen, das Mana zu attackieren. Wasteland Mirror. Man kann halt einmal was für 3 resolven jetzt.
Ich kann leider die anderen Karten nicht ganz erkennen. Okay, man entscheidet sich hier fürs Basic, um wahrscheinlich nächste Runde noch mehr Mana zur Verfügung zu haben. Wasteland for Days. Man sieht, es ist ein Mirror, ne? Das ist jetzt unangenehm, sag ich mal. Jetzt rückwirkend war es natürlich dann wahrscheinlich die falsche Line, ne? So ein Kozilek's Command. Ja, der Druck ist einfach zu hoch jetzt wahrscheinlich, oder? Um zu stabilisieren. Für 3. Aber der Druck ist halt hoch und das ist eine Two-Turn-Clock. Wir müssen ja beide Karten auf dem Board beantworten erstmal. So. Was sehen wir hier noch? Zwei Spawns. Ja, das Member will man jetzt wahrscheinlich nicht haben. So, 1-1. So, dann kriegen wir sogar noch ein drittes, ja. So.
Okay, der Wayscape Battle Mage ist jetzt gerade das Thema. Der Tobias ist ein großer Freund davon, hat ihn gerne Main Deck. Jakob sagt, nee, da hat er sich für ihn nicht richtig angefühlt. Ihr seht, man kann auch das gleiche Deck spielen und verschiedene Meinungen über Einzelkarten haben. Willkommen im Legacy. Da kann man das schon auch mal machen. Ja, und Paddle ist halt einfach Beschleunigung, ne? Also. Du siehst ja auch, dass beide Listen vier Paddles spielen. Ich sehe ein Eldrazi-Land. Wir haben den Devourer als Pre-Game-Action. Ein Kozilek's Command, Länder. Ich glaube, recht viele Länder, oder? Recht viele Länder und das Kozilek's Command. Wenig Druck oder wenig Dinge, die was machen. Wir gucken allerdings auch vier Karten an, ne? Also. Braucht man davon was? Man will doch eher was, ein Pressure Piece finden, oder? Ich glaube, da war der Wald auch dabei, den man braucht, um das Once Upon a Time zu resolven. Demnach ist ein Fortnite hier oben geblieben. Ich glaube, das war die vierte Karte. Olivert, danke für den Follow. Ich sag mal so, wird ja auch Zeit, oder? Danke euch allen fürs Reinschauen und fürs Reinfollowen im Zweifelsfall auch. Wir nähern uns der 1000-Follower-Marke. Ziemlich wild. Da ist er, der Flashraker. Sowas will man noch haben. Alles gut. Alles gut, Anni. Temple Petal Raker, das ist meine Line. Das war mal Turn 1. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Game Actions gemacht. Gerundet. Unclaimed Territory ist das. Sagt auch Eldrazi. Noch ein Eldrazi Soul Land, um die farbigen Quellen machen zu können. Yes, was der Freakle sagt, es gibt einen Draft geschenkt. Schaut auf seinen Tweet. Schaut auf jeden Fall rein. Er hat ja auch gerade das Video zum Frog Fanatic auf YouTube ist gerade aktuell. Schaut also auch gerne da rein. Als Magic Online Creator kann er auch Drafts verschenken. Also, gönnt euch. Und gerne auch Vorschläge posten, was er dann einfach zocken soll auf Magic Online. Guter Start. Mal schauen, ob Tobias da jetzt eigentlich stabilisiert. Dann aggressieren wir jetzt rein. Ancient Tomb. Ein Yavi Maya ist da. Devour. Ah ne, noch ein Kozilek's Command.
Überlege, ob er den exilen möchte. Live Totals 14 zu 16. Ah, das ist schon. Ziemlich crazy, wie die Eldrazi-Decks auch eskalieren können, ne? Zwei für sechs. Nächste Runde kann der Devourer landen. Zwei Länder und ein Devourer sind auf der Hand bei Jakob. Aber der Fleshraker ist halt auch mit jedem Spell relativ schnell eskalatös, ne? One Ring ist jetzt auch nicht so der Brüller. Ja, Fleshraker ist ziemlich broken, ja. Oder kam Fortnite hier von oben, ne? Den würde ich auch casten. Ja, auf 2 ist, glaube ich, dann. So. Spawn, 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 spawns. Fortnots hier. Auf 14. Interesting, von jedem was. Ein Agro-Piece. Ein Advantage-Piece. Tombs können aber nicht mehr aktiviert werden auf ein Leben. Das heißt, am Ende diese zwei Mana-Quellen da sind abgestellt. Ich glaube, man nimmt das aus der Hand den Fleshraker zu nehmen. Also ich glaube, der Pick war ja zwischen Fleshraker und Kozilek's Command. Irgendwo dazwischen. Fleshraker sehe ich allerdings. Da sieht man mal, wie stark der ist. Jetzt kommt der Devourer vermutlich, ne? Ja, das ist einfach zu viel Pressure, denke ich mal. Auf einem Leben, zumal jeder Fleshraker von oben ja auch gefühlt Liefel ist. Die Cavern auf Eldrazi. Wir haben 7 Mana. Nee, die sind abgestellt. Wir haben sogar nur 5 Mana. Wir können die Tombs gar nicht mehr aktivieren. Die machen ja auch nicht einfach Mana ohne Leben. Wir brauchen allerdings auch die Blocker. Das ist ein Yavi Maya. Das will man jetzt gerade nicht spielen, weil das die Tombs wieder zu Mana-Quellen macht. Insofern.
So. Kann man die Ancient Tombs? Ja, man kann die Ancient Tombs benutzen. Das sind keine Kosten. Man könnte kein Shockland bezahlen, wenn man auf einem Leben ist. Aber so rum kann man schon. Ja, da muss man wohl blocken, hm? Lernte noch ein Devourer, glaube ich, ne? Also wie gesagt, man will ja auf keinen Fall die Yavimaya spielen. Jetzt sind es zwei Lethal Threats, jetzt wird es langsam dünn, die Luft. Ah, ich glaube, es geht ja bei Tobias jetzt die ganze Zeit nur ums Überleben und das ist halt ein Problem, ne? Wenn Jakob einen Null Drifter findet, ist ein Problem. Flash Raker ist ein Problem. Es gibt einfach so viele Problemkarten jetzt. It inherits the end, wenn es noch drin ist. Du exilst ein Target Permanent that's one or more colors. Die sind alle colorless, die Permanents. Es ist ein Exile-Trigger, aber er kann nichts exilen, weil alles colorless ist. Rudibert, deswegen. Zwei eins für Jakob war hier das Ergebnis. Tobias sagt gerade, er ist kein Devourer-Freund von dem Devourer of Destiny und ausgerechnet der muss ihn jetzt kaputt machen. So ist es halt manchmal. So, ich springe mal rüber, wenn die Kollegen hier am Handy sind. So, da sind wir. Das heißt, Jakob ist im Finale auf 4-0. Das wissen wir jetzt schon. Wir kennen das Finale schon. Finale ist Jakob mit Eldrazi gegen Ian mit Reanimate, der Dimir Reanimate Shell, die wir gerade schon gesehen haben. Das heißt, das wird die fünfte Runde sein. Unser Finale. Beide schon gesehen. Aber wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ansonsten sind aber noch 1, 2, 3, 4, 5 Matches zugange. Insofern. Rundentimer, noch 18 Minuten, geht also noch ein bisschen. Dann schaue ich mal, was hier noch so in den Chat-Interaktionen ist. Genau, also einer von denen, der Invite geht jetzt entweder an Jakob oder an Ian. Für den Invitational ist übrigens nächstes Jahr auch in Ulm, insofern kurze Wege. Nächster Termin, habe ich ja schon gesagt, ist der, was, upsa. Das war das Kabel. Nächster Termin ist der 6. November haben wir uns drauf geeinigt. Nee, ich habe gelogen, der 3. November, sorry. Also immer der erste Sonntag im Monat kann man relativ leicht mit einem Blick in den Kalender lösen. Schrägstriche schaut auf einfach zum Waschbären auf den Locator, Event Locator und da findet ihr auch die Events alle eingetragen, auch alle anderen Events, zum Beispiel noch einige Modern RCQs, die stattfinden. Also schaut gerne auch dabei vorbei. Die waren das letzte Mal auch relativ groß. Da könnt ihr euch für den Regional Championship qualifizieren. Ich glaube 36 Spieler waren es beim letzten Modern. Ist da gerade die Season? Also,
vielleicht ja auch was für euch. Und ansonsten würde ich sagen, um die Zeit zu füllen, spielen wir noch ein bisschen Delirium, oder? Naja, machen wir. Tough Cookie, hm? So, ich mach mir das mal nebenbei alles auf, um nichts zu verpassen. Ja. So müsste es doch passen. So verpassen wir nichts. Ich kann jederzeit hier rausspringen aus den Partien. Ich glaube, ich keep das. Auch wenn das nur eine getappte Quelle ist. Ah, wir spielen gegen Eldrazis. Die gehen wahrscheinlich over the top von allem, was wir machen. Land Destruction, dem Format ja nicht gegeben im Timeless. Das wiederum ist eine magische Karte. Ich glaube, wir müssen mal fortziehen. Da führt jetzt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Wir haben kein Grün. Ist okay, glaube ich. Ich möchte nächste Runde 2 Mana haben. Ah, Show and Tell, huh? Hab ich ja gar keinen Bock drauf, my friend. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Was ziehen wir denn? Noch so ein unendlich teuren Spell. Okay. Good old Veil of Summer. Cast my dies. Discard a card, huh? Land haben wir schon im Friedhof. Wir könnten noch einen Instant drin gebrauchen. Aber will ich einen Bolt reintun? Ich glaube schon. Kommt wahrscheinlich ein Surveil-Land. Vielleicht muss ich auch tatsächlich den Bolt keepen. Für den Pressure. Ich will ihm halt nicht den Card Draw geben, ne? Sure. Mehr Raptors sind immer gut. Der nächste hat auch Eile übrigens. Oh, wir können auch dem. Ne, wir können dem Golf keine Eile geben, weil wir kein rotes Mana reinbezahlen können. Okay.
glaube, ich spiele jetzt hier absichtlich nichts. Ne? Ist gerade egal. Ich kasse ja einfach nichts mehr, ne? Also doch den Raptor schon, aber ansonsten kasse ich nichts mehr. Der hätte mit Eile angreifen können, zugegeben. Den kaste ich nicht. Das ist einfach Liefel hier, ne? Also, wir müssen nicht overcommitten. Mach mal. Okay, es war gar nicht Eldrazi. Also, vielleicht war noch irgendwo noch Eldrazis drin. Interessante Shell. Wir haben noch zwei Matches am Laufen. Und dann haben wir die finale Runde. Dann können wir da noch eins spielen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist die bessere Option als Smalltalk. Mehr Magic für alle. Tja. Naja, keep mal, da ziehen wir uns rein, ne? Schwarz in der Shell, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Es riecht nach einem Bowmaster. Okay, tell me you have Bowmaster without telling me you have Bowmaster. Ja, das war jetzt falsch, aber egal. Ich gebe ihm hier mal die Equity, das zu casten. Vielleicht hätten wir einen Golf. Die Raptoren sind natürlich mit. Das ist eine gute Karte. Ich muss übrigens discarden. Nee, ich muss nicht, oder? Na doch, ich muss das kaufen. Yes, yes, I have to. H
Hit me. Wahrscheinlich fresse ich irgendwie Schwerter oder sowas. Runde läuft noch, die gleichen zwei Matches. Den hätte ich gerne gefortziehst. Der flippt jetzt leider, hm? Land wäre cool gewesen, ehrlicherweise, aber so muss jetzt leider den Bowmaster, mit dem Bowmaster den Ragavan weg dippen. Auch wenn der hier schon riesig ist. Rot haben wir auch noch. Wir haben all the colors, okay. Haben wir eine Flage. Das riecht nach noch einem Bowmaster gegenüber. Oder noch einen Ragavan, ne? Okay, ich glaube, es ist noch ein Ragavan und deswegen hätte ich jetzt nicht den Ragavan gekillt. Meine Entscheidung war dem Gegner allerdings zu langsam. Dann gewinnen wir. So, die Runde hat immer noch die gleichen Partien und laut meinem Timer sind es noch 4 Minuten. Eine Partie schaffen wir noch. Und dann gibt es Finale. Wir wissen schon, dass wir L30s gegen Dimir Midrange Reanimator sehen im Finale. Die beiden sind auf 4-0. Die spielen den Slot im Invitational aus, / Preisgutscheine. Also wenn ihr an sowas Interesse habt, schaut gerne auch mal vorbei im Zum Waschbären in Ulm. Immer am ersten Sonntag im Monat oder diverse andere Turniere, die da stattfinden. Immer einen Besuch wert. Hashtag Werbung, ne? Ist, denke ich, klar. Keep. Ja, es hat halt keine Duels und so ein paar Dinge, keine Wastelands zum Beispiel. Aber es ist zumindest mal sehr powerfules Magic. Es ist vermutlich eher so leicht. Also irgendwo in der Mitte zwischen Modern und Legacy wahrscheinlich. Okay, das ist wohl eine Grixis Delver Shell, würde ich instinktiv sagen. Oder es ist Show and Tell. Aber die spielen eher keine Baubles. Bobble ist immer so ein Zeichen auf, ich will irgendwie Delirium kriegen, ne? Sei mein Gast. Okay, dann ist es Reanimate. Ja, ich habe keinen Graveyard Hate im Main Deck, glaube ich. Der Grief kommt wahrscheinlich zurück. Oder wir cyclen einen Troll und holen den zurück. Auch immer eine Line. Ich muss, glaube ich, fortseasen, um das Reanimate zu hitten. Auch wenn es weh tut. All the Mana Drain, huh? Dann grief mich doch gerne wieder. Ach, kannst du nicht. Ja gut, die Mana Drains sind halt jetzt offen, mal.
Frog? Frog ist ein Problem. Ich bin ehrlich. Wie lösen wir das Froschproblem, Freunde? Also auch Frosch ist wie im Legacy. Was ziehst du denn? Watery Grave. Na gut. Dann machen wir das so. Meine Frosch kann natürlich angreifen. Muss halt viel discarden. Bin mir nicht mal sicher, ob man hier tot ist. Aber Gegner ist der Meinung, dem ist so. Ja, letzte Ergebnis ist da. Dann schaue ich mal. Ich denke, auf die Standings müssen wir nicht schauen, weil wir wissen, was passieren wird. Wir werden auf jeden Fall das Finale jetzt sehen. Von Jakob gegen Ian. Letzte Runde, Runde 5. Ich denke, wird gleich geseedet. Ich kann schon mal den Counter resetten und die Runde vorbereiten im Overlay. Runde 5. Starten mit einem 0-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden drawn. Ich glaube, das macht in dem Fall jetzt mal gar keinen Sinn. Gegen Ian haben wir gesagt. So. Gucken mal, wie rum sie dann sich hinsetzen. Genau, wir haben die beiden auf 4-0. Wir haben 4-3-1, die jetzt mutig clean von oben nach unten gepaart werden. Da ist zum Beispiel die Lance-Liste dabei. Da ist, glaube ich, auch Death in Texas dabei. Nein, Dimir Shadow ist dabei. Dimir Shadow, Lance, Eldrazi und Enrique spielt Burn. Also wir haben Burn, Lance, Eldrazi. Und Shadow auf 9 Punkten jeweils. Und im Finale, wie gesagt, Eldrazi und Reanimator. Also wirklich relativ divers, auch wenn es ein bisschen Eldrazi-lastig heute war. Ja, Burn könnte tatsächlich zu schnell sein, ne, für die Eldrazi-Listen. 12 Post steht 2-2. Sultai steht 2-2, Goblins 2-2, Grixis Delver 2-2. Lots of Magic. Ich kann die Standings einblenden, klar. Das sind die Standings vor der letzten Runde. Wie gesagt, die obersten beiden Listen haben wir schon beide in Action gesehen. Reanimator und Eldrazi. Insofern, ja, noch ist keine Action am Tisch. Warten wir also noch drauf. Und dann gönnen wir uns das Finale. So, ich sehe Schatten, aber noch keine Personen am Tisch. Schauen wir mal.
Wie gesagt, das Video ab Runde 3 morgen dann auch bei YouTube, spätestens morgen. Jetzt ab Runde 3 die Technik dann super gehalten. Vorher hatte sie schlechte Laune, keine Ahnung. So ist das manchmal. Na, noch ist nichts da. Wir haben keine neue Karte gesehen, oder? Haben wir neue Karten gesehen aus Duskmourne? Aus dem Duskmourne Commander wäre der Metamorphous Fanatic, den will der Ian, glaube ich, demnächst spielen in der Reanimation Shell. Haben wir ansonsten noch Karten gesehen? Ich gucke gerade mal in die Decklisten. Aber ich glaube fast nicht. Habe ich irgendwas vergessen oder übersehen? Immer so eine interessante Frage, ne? Gibt es irgendeine neue Karte? Gut, Eldrazis konnten natürlich jetzt schlecht Nachschub kriegen. Welche Karte ist am nächsten dran am Legacy-Format aus der neuen Edition? Wahrscheinlich nichts, ne? Ah, die Death in Texas Liste hat eine neue Karte im Sideboard. Und zwar Split Up, den 3-Mana-Wrath, der alle getappten oder alle uns getappten Kreaturen zerstört. Immerhin, eine neue Karte im Sideboard. 3-Mana-Wraths können ja nicht so schlecht sein. Sonst noch irgendwo was? Gibt es neue Lands Pieces? Ich wüsste nicht. Ich sehe nichts, nein. Der blaue Horror, ich habe keinen gesehen, der 6 Karten aus dem Friedhof exiled. Ich habe in den Dimir-Listen, Schrägstrich-Sulta-Listen keinen gesehen im Durchfliegen. Tatsächlich wäre das was gewesen, wo ich mir auch überlegt hätte, das könnte man ja mal testen. Aber. Nowhere to be seen. Nope. Dann ist es wirklich diese One-Off-Split-Up. Das ist jetzt die einzige Karte, die ich gesehen habe. Im Death in Texas Sideboard. Ja, hab da eins bei Decks durchgeschaut. Aber es wird nicht mehr. So, wo letzte Runde? Ah, so langsam. Gut, dann springen wir doch mal rüber. Und schauen mal, wer so sitzt. Ich
glaube, Ian ist links auf der Seite. Yes. Das heißt, ich muss zumindest nur eine Liste ändern. Das ist doch schon mal gut. So, links auf der Seite. Ich sollte kurz weghören, hat man am Tisch gesagt. Ian, da ist er. So. Ich starte mal die Runde, auch wenn es für unser Finale natürlich sekundärer ist. Ja, Tobi, ich bin gespannt, ob man die. Aber wie viele Crucibles will man denn noch, ne? Ich meine, es ist ein Enchantment, was schwer zum Hitten ist, aber weiß gar nicht, ob man es so dringend braucht. Gut. Finale Zeit, auf geht's. Da war kein Land dabei, glaube ich. Aber oh, der Ian ist sehr schnell mit seinen Mulligans. Once upon a time. Ancient Tomb. So. So, der Devourer ist ja gerne mal auf der Starthand. Ist noch drei im Deck, fairerweise. Jetzt, da war noch mal ein Soul-Land dabei, also ein Zwei-Mana-Land dabei. Ancient Tomb, ein Kozilex Command, ein Maze. Ich meine, die beiden spielen immer wieder mal am Stammtisch miteinander. Insofern wissen sie, was gegenüber sitzt. Erst recht nach einem Vier-Runden-Turnier schon. Das heißt, Jakob weiß natürlich, dass da auch Wastelands gegenüber sitzen. Mit der Reanimation-Komponente interagiert er jetzt nicht so wirklich viel. Land or creature to your hand. Das ist ein Flashraker, glaube ich, ne? Das wären dann drei Flashraker. Das klingt fast zu viel. Wobei. Okay. Mehr Mana. Wenn so eine Atraxa oder so aus dem Friedhof zurückkommt, das ist es halt, ne? Da macht das Eldrazi-Deck hier, glaube ich, nichts dagegen, bis die Devourer irgendwann mal gehardcastet werden. Was eine Weile hin ist. Pondo? Fortis.
Ich glaube, der Devourer. Okay. Also er meint, er ist schneller als der. Fortnite hier ist eine Karte. Fatal Push ist das, ne? Fatal Push und Ponder, glaube ich. Ein Tomb und ein Trolls. So, jetzt mit Aufschreiben hier, ne? Dann ziehe ich meine Karte. Das mit diesem Mana ist jetzt ein Problem. Wir hatten ein paar Mal die Option, noch eins zu nehmen und haben es nicht genommen. Days. Das ist eine Tamio. Ja, das ist jetzt vermutlich zu gut. Days ist immer noch eine Magic-Karte. So, zwei Trolle in den Friedhof. Das heißt, auf der Hand ist jetzt noch ein Days. Und wir haben gleich Draws, zwei Draws von der Tamio, die wir dann noch flippen könnten. So. Zwei Länder und ein Days. Noch ein Land von oben. Viel Spaß. Und dann flippt jetzt die Tamio. Plus Tamio. Daze ist immer noch aktiv. Hätte die auf den Cast-Trigger kommt. Ah ja, okay, hinterher. Frosch ist jetzt natürlich ein Problem.
ist das It Heralds the End, glaube ich. Reicht nur der Flashraker, um das hier zu finishen? Jedes Reanimate auf einen Troll. Bin gespannt. Weil der Frosch kann halt immer connecten, ne? Friedhof ist voll. In der Luft macht Eldrazi's nicht viel. Und irgendwann finden wir auch die Pieces für unsere Reanimation Shell. Archon im Friedhof. Ja, das wird Eldrazi's nicht raisen können in reanimierten Archon. Ich meine, kriegen wir irgendwo die 8 Damage her? Alter, Flashraker wird ziemlich sicher nicht. Bin gespannt. Flashraker. Okay. Ist Flashraker zu langsam? Übrigens auch drei Karten gezogen, die Tamio flippt. Oder? Ist das ein May, das Tamio flippt? Ich glaube, es wurden drei Karten gezogen. Aber ja, vielleicht liege ich auch daneben. Oder prüft ihr das beim Draw? Ah ne, when you draw, okay. Die muss auf dem Spielfeld sein. My bad. Es ist kein Endstep-Trigger. Also Tamio ist auf 7. So, das heißt, es steht 1 zu 0. Für ihn. Jo, die Leylines kommen wohl ziemlich sicher rein.
Vielleicht holt Reanimate die das Deluge rein. Noch einen großen Flyer wie Murktide vielleicht. Harbinger kommt auf jeden Fall rein. Also wahrscheinlich kommen die beiden Harbinger rein. Das Deluge könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob man mehr Fatal Pushes möchte. Schauen wir mal. Chalice ist natürlich gut. Die bleiben ziemlich sicher drin. So. Gut, jetzt halt Eldrazi ist on the play. So ein Chalice auf 1 wäre ziemlich gut. So, der Table Talk redet jetzt schon direkt mit mir. Ich behalte das mal für uns. Das ist wahrscheinlich der beste Start jetzt hier, ne? Once upon a time, um noch ein bisschen Selection zu haben. Versuchen wir es mal ohne Mulligan auszukommen. Das sind viele Soul-Länder, aber nichts, was dem Reanimation-Deck auf den Nerv geht, ne? Ich glaube, man muss das schon sich irgendwas suchen, was auch ein bisschen Action macht. Ich glaube, einfach mit dem Midrange-Draw, ich ziehe halt eins nach dem anderen, leg was hin. Ist man nicht gut genug aufgestellt gegen Reanimate. Oh, das sind sehr viele Länder, ne? Ich meine, das ist immerhin Pressure. Weiß nicht, ob die Pushes noch drin sind. Aber ich glaube, es sind jetzt auch noch 4 Länder und It Did Heralds the End war das, glaube ich. Das ist okay.
Das Problem, was mache ich, wenn jetzt Turn 2 Reanimation Action passiert? Nicht das Forzis gespielt, interessanterweise. Ich gehe, vielleicht ist auch die Insel, die da liegt. Dann ist es wahrscheinlich die Insel. Ja, muss ja. Da war kein Counter dabei, wenn man nicht schon einen hatte. Man hatte schon einen. Auf 9. Zwei Länder nur noch. Jetzt muss aber auch was passieren, dann langsam aus dem Dimir-Deck. Weil ein bisschen Pressure ist jetzt ja schon gegeben. Life-Counter zeigt 9 zu 20 an. Ein Fetchland ist sogar eine 8 dann, ja. Animate Dead. Noch nichts im Friedhof. Nichts Relevantes, glaube ich. Sieben. Damage auf 7. Ich habe leider keinen Zugriff auf die. Ich kann mit denen nicht reden. Hier wurde gefetcht und da ist das Leben nicht abgezogen worden. Ja, Dismember ist halt leider zu dünn für das meiste. Ja, war zum Glück nicht relevant. Wäre jetzt allerdings relevant gewesen, wenn jetzt ihn auf 1 gewesen wären, wenn alle Fetchländer abgestellt gewesen, auf 2 halt eben nicht. Also insofern, man unterhält sich zwar gerade, dass der Arsch jetzt gekommen wäre, aber mit einem Fetchland hätte es nicht funktioniert, weil wir waren auf 1 effektiv. Aber jetzt 1-1. Machen wir das Finale über die volle Distanz. Eh immer besser. Das ist eh immer besser. Ja. Also wie gesagt, man muss halt wissen, was man machen will. Also. Und das Reanimator Deck kriegt jetzt auch nicht den exzessiven Hate ins Gesicht. Ne? Muss man halt auch sagen. Es gibt ja schon auch Hate, der dem Reanimate, der ganz schön schnell den Spaß nimmt. Irgendwelche Surgicals und irgendwelche Graveyard-Interaktionen, Leyland of the Void als Pre-Game-Action. Ich meine, jetzt könnte so ein Start passieren wie Chalice of 1 plus Leyland als Pre-Game-Action. Dann hat das Reanimate-Deck keinen Spaß. Also klar, es kann dann mit Fröschen gewinnen. Da ist ein Animate Dead dabei. Ein Ponder. Hey Mike, ja, wie gesagt, also ist momentan auch weit verbreitet. Wir haben ja, glaube ich, vier Eldrazi-Listen.
Aber ich glaube, beide Decks können ja zeigen, was sie machen wollen. Wir haben ja heute auch schon die Goblin-Liste gesehen, zumindest ein Stückchen. Meinem Legacy kann man halt auch viele Dinge machen, ne? 12 Post stand gerade 2-2. Delver-Listen, Lands-Listen. Wir haben etwas wenig Combo momentan, was wir sehen. Ja, ja, für Legacy-Verhältnisse geht's wahrscheinlich, ja. Wobei so einiges von dem Eldrazi-Zeug inzwischen halt auch ein bisschen was kostet, ne? Vier Caverns, die Tombs sind nicht umsonst. Ja, aber es geht sicher schlimmer, ja. Die Eldrazi-Länder weiß ich gerade gar nicht, was sie kosten, die Tempels und die Eye of Ugin. Chalices kosten besser als ja, aber für Legacy-Verhältnisse ist es halt normal. Hugak. Hugak. Ah, in welchem Format? Im Legacy? Nee. Hugak ist, glaube ich, einfach. Die Zeit ist vorbei. Tatsächlich eine Karte, die wir aus dem Reanimate vielleicht hätten sehen können, ist der Vol'Gawoff, der neue böse Mann aus Duskmourne. Der Dämon ist ein solides Reanimation-Target, ne? Weil schwer zurückzutargeten. Also nicht so einfach, den dann vom Tisch zu kriegen, wenn er mal liegt. Macht auch Dinge. Man muss drei Non-Land-Permanents sacken, um ihn zu targeten allein mal. Und dann muss ich auch noch resolven. Das wäre noch eine Option, aber fairerweise muss man auch sagen, die jetzigen Reanimation-Targets sind fast ein bisschen besser. Legacy ist momentan relativ schwarz-blau-lastig. Jakob mit dem Mulligan into Oblivion. Schwierig. Das ist schwierig. Ja gut, sometimes ist es halt so, ne? Schauen wir mal. Also, wir haben den Keep gefunden bei Jakob, immerhin. Wir haben halt viele Pieces, ne? Das ist ein Entombed, ein Animate Dead. Ach, es war ein Mulligan auf 6, okay, nicht auf 5. Das ist gegen den Draw ganz cool. Ja, ich wollte gerade sagen, es waren mal genug 5. Okay, Jakobs hat selbst bemerkt, es war doch ein Mulligan auf 5. Jetzt ist der Plan eher so Tamios und Frösche finden, ne? Wenn die Tamios überhaupt noch im Deck sind. Die Tamios könnten raus sein, die Frösche könnten noch da sein. Haben wir das Command genommen, Gaea's Cradle.
Oh, das habe ich gar nicht in der. Habe ich gar nicht in der Liste vom. Habe ich die falsche Liste? Müssen wir mal gucken. Also, ich gehe davon aus, dass es einfach nur. Wahrscheinlich sind es keine Yavimaya, sondern Gaea's Cradles. Brazenborough ist ein Bieter, ne? Ich glaube, er hat noch kein Land liegen gehabt gerade. Ah doch, er hat das Land liegen gehabt. Das wurde erst danach gewastet, ne? Er hat so einen Response machen können, das stimmt. Tamio, oder? Ah, okay. Der Plan ist jetzt tatsächlich der Brazenborough Beatdown, oder was? Nice. Ja, das Command macht ja schon was. Und Mulligan auf 5 kannst du halt auch nicht wählerisch sein. Und zwei Leylines sind nicht so schlecht in dem Matchup. Muss man fairerweise auch sagen. Was ist das jetzt wieder für eine Karte? Ah, eine Blast Zone. Oh, Blast Zone ist gut, falls der Brazenborough Beatdown ansteht. Das war mal auf 5. Da wäre der Fnatic jetzt noch eine Wincon, ja, ein Beater. Wobei gegen Eldrazi wahrscheinlich auch zu langsam, ne? Naja, wobei. Vielleicht auch nicht. Das ist ein Fetchland. Wir haben immer noch den Brazenborough auf der Hand. Uff, unangenehm. Jetzt wird es ja doch nochmal ein Game hier, ne? So, Flash Raker from the table. Man guckt sich an. Jeder Eldrazi-Kloppo ist jetzt natürlich cool, ne? Ja, wir sind ja auf 20, wir können ein bisschen ticken. Und haben dann die Antwort on board. Kassieren halt ein bisschen Damage. Haben wir nicht hochgetickt, die Blast Zone? Wie werden wir den dann los? Ich glaube, man muss da End of Turn hochticken. Ach stimmt, er hat kein anderes Mana gehabt. Du hast recht. Du hast recht. Korrekter Hinweis. Man denkt, bei so vielen Mana wird man ja wohl Mana haben. Wir könnten den zweiten Borrower haben, um den Friedhof wieder zu anlocken. Ah, oh, Frosch ist natürlich eine magische Karte, ne? Zieht halt Karten, ne? Er kann nicht fliegen lernen, allerdings. Das sind Dismember, ne? Wir haben einen Mana.
Desperate Time, Desperate Measures. Er ist gebounced worden von dem. Wie heißt der? Battle Mage. Wastecap Battle Mage. Ja, die Frösche sind jetzt einfach zu strong, ne? Auch wenn sie nicht fliegen. Der hat beim zweiten Mal erst eine Leyline gebounced. Und wenn wir die zweite Marke drauf kriegen, um die Frösche zu beantworten. Genau. Der ist gebounced worden, er hat die Leyline gebounced und direkt die drei Mana zum Ausspielen gezahlt. Ja, unangenehm. Schade. Da war das letzte Out. Ah. Okay. 2 zu 1 für Ian. Ich spring mal rüber. Immer wenn die Leute mit den Handys hantieren, dann war das das Finale. Wie gesagt, eng. Für einen Mulligan auf 5 hat sich der Jakob da gut gewehrt. Und tatsächlich, wenn er noch eine Mana-Quelle findet und die Frösche da abstellen kann, ist natürlich optimal. Dann hat Ian auch nicht mehr so viel Pressure im Deck und irgendwann trifft man schon die Eldrazis. Aber so ist es manchmal. Zieht man auch an seinem Deck vorbei. So, dann hoffe ich, habe trotzdem einen angenehmen Tag mit Legacy gehabt, auch wenn wir jetzt am Anfang vielleicht ein paar technische Probleme hatten. Sorry nochmal dafür. Wer mehr Magic möchte, kann erstens uns bei YouTube folgen, kann zweitens in den Podcast reinhören, frisch gemischt, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Am 3. November haben wir uns darauf geeinigt, ist das nächste Legacy Monthly in Ulm. Auch da gibt es wieder einen Slot fürs Invitational, wo der Ian jetzt schon einen hat. Danke nochmal an ihn zum Waschbären in Ulm. Schaut da gerne vorbei, um Magic zu spielen oder andere Spiele. Die sponsern diesen Stream. Und ich schicke euch jetzt zu Star City Games. Das ist quasi wie, als wäre es 2017 oder sowas. Wir haben wieder Star City Games, die Coverage machen, und zwar von den Regional Championships im Pioneer-Format momentan von den USA. Cedric und Patrick Sullivan kommentieren. Es ist wie früher. Es ist mega. Ich schicke euch rüber mit dem Raid. Sage danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und denke, wir sehen uns bald wieder zum nächsten, oder? Danke euch.